Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flugsimulator mit Neofly 4 Beta. Ich habe mir einfach mal ein paar Sachen im Shop angeguckt und bin über dieses wunderschöne Flugzeug hier gestolpert. Sicherlich hat der ein oder andere von euch schon bei anderen YouTubern gesehen, dass die ATR gerade extrem beliebt ist. Die gibt es jetzt seit einiger Zeit im Shop mit einem sehr hohen Sim-Level, also einer sehr hohen Simulationstiefe. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das könnte doch auch mal so ein nächster Flieger sein für unsere Neofly-Karriere, wenn wir dann endlich mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Und da habe ich einfach mal geguckt, gibt es denn die ATR eigentlich schon in Neofly? Und ja klar, die gibt es schon. Und da habe ich mal so geguckt, okay, wenn wir uns eine mieten wollen würden, 2,5 Millionen Dollar Deposit, okay, das dauert noch einen Moment. Aber vor allem ist mir aufgefallen, die können wir ja gar nicht mit der E-Lizenz fliegen. Die braucht eine D-Lizenz für Dual Engine Turboprop. Und genau daraus habe ich mir überlegt, wäre doch jetzt eigentlich mal eine schöne Idee. Wir machen mal wieder eine Fluglizenz. Haben wir lange nicht. Die D-Lizenz kann man übrigens tatsächlich in Braunschweig machen mit einer Beechcraft King Air 350i. Und tja, was soll ich lange sagen? Wollen wir das nicht einfach mal ausprobieren? Ich würde sagen, los. Zurück zu Flusi. Wir fliegen eine 350i King Air in der Standard Livery auf dem Flughafen Braunschweig. Der Wind kommt von nirgendwo. Weather conditions sind live. Okay, dann ist es ja auch egal, von wo wir starten. Dann werden wir einfach von hier starten. Wir machen es wie immer. Bei einer Fluglizenz machen wir es uns so leicht wie möglich. Das heißt, wir wechseln auf Clear Skies. Dann haben wir nämlich keine Böen, keinen Wind. Und wir haben die anderen Flugzeuge alle aus. Wir lassen auch den FSLTL Traffic Injector aus. Und wir starten abflugbereit auf der Piste. Muss man nur richtig machen. Los geht's. Und das ist sie, die King Air. Wir gucken sie uns erstmal von außen an. Auch ein sehr, sehr cooles Flugzeug. Wir springen nochmal zu Neofly. Gucken uns zu der King Air nochmal ein paar Sachen an. 350. Also die 350i, die hier, kann 9 Passagiere mitnehmen. 240 Knots True Airspace, Knots True Airspeed, 6500 Pfund Payload, 3500, absolut coole Reichweite mit 1800 nautischen Meilen. Also viel weiter als wir mit unserem Spritfresser der Honda Jet fliegen können. Und sie ist wirklich für einen Haufen Missionen zugelassen. Also Cargo, Express Sensitive, sehr, sehr cool. Wenn wir diese ganzen Missionen mal machen wollen, dann sollten wir uns mal so eine zulegen. Kostet im Rent ja nicht wenig und ist eben eine Dual-Engine-Turboprop-Maschine. Ich habe hier den Lizenzversuch angenommen und hier steht: Your aircraft need to be parked with engines off before start your qualification. Okay, also zurück zum Flugsimulator. Wir gucken uns das Flugzeug nochmal an. Ist ein schöner Flieger von innen mit den großen Garmins. Das kriegen wir hier sicherlich auch ausgeblendet. Ja, ist wirklich, wirklich ein schönes Flugzeug. Ah, oh, cool. Emergency funktioniert auch. Gucken mal hinten rein. Ist auch schick gemacht. Hier für 8 Passagiere hinten und einer könnte ja hier vorne sitzen. Ich weiß gar nicht, die Hitbox lässt es nicht zu, dass ich hier durchgehe, um weiter nach hinten zu kommen. Das ist echt schade. Dann resetten wir mal unsere Sicht. Falscher Knopf. So.
Und ich habe überhaupt keine Ahnung von dieser Maschine. Von daher überlegen wir jetzt erstmal, wie kriegen wir die aus. Hier ist Ignition. Reverse Thrust Prop Condition Levers hier. Fuel Cutoff. First step, start your engines according to the aircraft procedure. Now that the engine is running, taxi to the runway. Don't exceed 25 knots while taxiing. Align with the runway and take off. Ja, ist alles ein bisschen Schummelei, aber ich habe es ja bei der E-Lizenz auch schon gesagt. Bei den Lizenzen geht es nicht darum, dass man den besten aller Flüge macht, sondern dass man vernünftig, kann ich das aufmachen? Nee. Dass man vernünftige Punkte generiert. Also 2 Sterne möchte ich mindestens haben. Und damit das funktioniert, machen wir erstmal Folgendes. Wir drehen uns mal 1300 ein. Und der eigentlich Flight Director machen wir mal an. Heading Alt. Speed. Okay, das wird nur für den Flight Level Change Mode sein. Der wird keinen Auto Thrust haben. Ja, Dampers machen wir auch an. Und dann merken wir uns Folgendes. Heading Bug auf 81. Und 81 plus 180 sind 261. Also wir merken uns 81 und 261. Die brauchen wir nämlich gleich. Wir hätten in die andere Richtung landen sollen. Dann hätten wir mit ILS landen können. Jetzt versuchen wir es so von Hand. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann werden wir das auf jeden Fall nochmal korrigieren. Halb Bank Mode könnten wir anstellen. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Von daher lassen wir es sein. Gut, Flaps, haben wir die draußen? Ja, Flaps 1. Wo sehe ich das eigentlich hier? Flap Lever. Ah ja. Okay. Okay, also Aufgabe. Align to the runway and take off. Dann los. Parkbremse geht raus. Ich habe auch keine Ahnung von den Geschwindigkeiten, aber sie zieht einfach von alleine hoch, also kein Problem. We are now in the air. Remember that here at NeoFly, we have to take care of our cargo and passengers. Don't bank or pitch too much for the entire flight. Fahrwerk geht rein. Now climb to 1000 feet AGL. Und der Autopilot geht an. Heading Mode. Vertical Speed Mode. Auf 1300. 500 Fuß Steigrate. Ich nehme die Geschwindigkeit zurück. Klappen bleiben draußen. So wenig einstellen wie möglich. Ja, Clear Skies ist immer, das ist immer Flugwetter. Ah, die ist schon cool. Vielleicht sollten wir uns die mal für unsere Karriere besorgen. Auch vom Sound her richtig cool. So, Geschwindigkeit geht noch weiter zurück. Dann sind wir hoffentlich gleich bei 1300. Könnte sein, dass das wieder nicht reicht. Ich mach mal 1400. Now do a U-turn. Nee, 1300 ist es. Ein U-Turn. Also, Heading Mode auf 261.
Und 261 liegt an. Also 3300 eindrehen. Und wir steigen mal ein bisschen schneller. Können einfach ein bisschen Schub reingeben. Während wir steigen, gucke ich mal einmal ganz kurz nach den Landegeschwindigkeiten. Landing Speed zwischen 100 und 130, also irgendwas knapp über 100, merken wir uns. Haben wir jetzt. Steigen mit 1000 Fuß die Minute. Allzu schnell brauchen wir nicht steigen, weil wir müssen ja hier erstmal wieder vorbei. Jetzt habe ich gerade schon wieder Panik gekriegt, dass ich die falsche Szene in OBS ausgewählt habe, aber alles richtig, Gott sei Dank. So, Geschwindigkeit geht weiter zurück. Ein cooles Flugzeug. Ist das alles simuliert hier? Erstmal so aus Anti-Eis. Audio, die ganzen Audio-Lautstärken. Fuel. Nimmt der aus beiden gleichzeitig? Ja, der hat zwei Triebwerke, dann wird er aus beiden gleichzeitig nehmen. Okay, hier ist irgendein Bug. Verbraucht nichts. Könnte sein, dass... Ach so, das könnte Neofly machen. Boah, mit einer vollen Maschine ist aber fies. Sind die hier simuliert? Ein Fenster geht leider nicht auf. Logo Lights, Strobe Beacon. Was haben wir hier oben? Die ganzen Lichter. Busselektor, fummeln wir mal nicht dran rum. Overhead Panel. Ist aber gut simuliert. Was haben wir hier noch? Ablagefächer. Now, fly a complete circle and maintain the exact same altitude. Machen wir. Rechts rum. Wir sind zu schnell, also ich nehme weiter Schub raus. Ja, ich drehe jetzt einfach nur den Heading-Bug. Sehe zu, dass ich nicht über 180 Grad komme, dass er nicht auf die Idee kommt, von rechtsweisend auf linksweisend zu wechseln. Dann drehen wir einmal einen kompletten W-Turn. Können wir auch mal rausgucken. Da ist der Flughafen. Grad haben wir. Da ist das Stadion. Und 261 wieder eingestellt. Sehr schön. Also, ist klingt jetzt wahrscheinlich total bescheuert. Ich habe mir das vorher nicht ausgedacht, aber den Flieger finde ich richtig, richtig klasse. Now go back to the departure airport. Align with the runway and do a touch and go. A landing vertical speed of more than minus 400 feet per minute will not allow you to pass the qualification. Okay, verstanden. Also, wir gehen runter. Ruhig ein bisschen schneller. 1000 Fuß ist in Ordnung. Geschwindigkeit nehmen wir zurück. Wir werden jetzt noch ein ganz kleines Stückchen hier hinfliegen. Vielleicht so. Was ist das, der Kanal hier? Und dann drehen wir um. Alignen uns vernünftig. Und werden dann versuchen, sanft aufzusetzen. Ich gehe mal runter auf 500 Fuß. Den Rest machen wir dann von Hand. Dann noch eine halbe Minute in die Richtung.
Da ist der Flughafen, den behalten wir schön im Blick. Aber durch die große Karte hier ist auch ein sehr cooles. So, sogar mit Touch. Blöd ist ein bisschen, dass man das hier nicht vernünftig sieht. Komm, Audio. Achso. Hier ist das so ein bisschen hier eingebaut. Splitscreen. Hä? Achso, dann könnte ich auf der Seite. Ja gut, aber das. Wahrscheinlich kann ich mir hier noch mehr Sachen einblenden. Ah, hier macht das natürlich Sinn. Gut, 1,8. Wir drehen. Rechts rum auf die 81. Höhe im Auge, aber das macht uns der Autopilot gleich. Auf den müssen wir auf den Speed achten. Geben dann Klappen 2. Mach ich jetzt schon mal. Landing Gear ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank für den Hinweis. So, und wenn jetzt nicht zu viel schief gelaufen ist, sollten wir so halbwegs auf den Flughafen zufliegen. Den ich jetzt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht sehe. Oh, wir sind ein bisschen zu tief, würde ich behaupten. Speed. Speed, Speed, Speed. Ich würde vermuten, das ist ein ehemaliger Müllberg. Haben sie da drauf gebaut einen Golfplatz? Ein Park, ja? Ja, wir sind zu tief. Ich sehe den Flughafen nicht mal. Also wenn wir ein bisschen höher gehen. Immer auf die Geschwindigkeit achten. Hä, bin ich bescheuert? Wo ist der Flughafen? Da. Okay, also ein bisschen rechts rüber. Geschwindigkeit. Wir sind bei 120. Wir gehen mal rein, resetten die Sicht. Bisschen höher, wie immer. Okay, dann würde ich sagen, Autopilot aus. Gehen noch ein bisschen weiter nach rechts. Geschwindigkeit muss jetzt runter, weil wir sinken gleich wieder. Zwei weiß, zwei rot. Ja, das geht auf jeden Fall schief, so sage ich euch jetzt schon. Nach meinen letzten beiden Landungen mit der Jet bin ich auch nicht besonders zuverlässig. Wir sind viel zu schnell. 3 weiß. Continue. 2 weiß, 2 rot. Wir müssen Geschwindigkeit abbauen. Hier rot. Die Bahn ist lang genug. Und durchstarten. Well done. Minus 84. Minus 84, 2 Sterne. Nehmen wir so.
Ich wollte eigentlich noch ein ganz bisschen mehr hovern. Hat nicht geklappt. Aber gut, 2 Sterne sind okay. Ich bleib mal im Handbetrieb ohne Autopilot. Normalerweise würde ich jetzt. Cool, wir müssen gleich mal gucken, ob die Wipers funktionieren. Würde ich jetzt den Autopiloten wieder anschalten, eine Höhe halten und entsprechend dann das Traffic Pattern fliegen. Aber das machen wir jetzt mal von Hand. Die macht so viel Spaß. Geschwindigkeit wieder raus. Radar Altitude sieht man jetzt 1000 over ground. Das soll uns reichen. Merken wir uns ungefähr, wo der Horizont ist im Vergleich zu unserem Cockpit. Und da brauchen wir gar nicht so viel auf die Instrumente schauen, sondern halten einfach nur den Abstand zwischen Horizont und unserer Cockpitlinie. Dann wissen wir auch, dass wir maximal ein bisschen steigen oder sinken. So, noch ein bisschen ausholen. Also die müssen wir uns besorgen. Ich habe mich gerade schockverliebt. Damit müssen wir ein paar Strecken fliegen. Ich würde auch gerne ein neues Hub mieten. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Vielleicht tatsächlich irgendwo mal im Norden. Oder Frankfurt wäre auch cool. Frankfurt-Hannover, so eine kurzen Flüge. Dann vielleicht auch mit Watzim. Da ist vielleicht immer auch mal. Oder Frankfurt-München, aber unser Hub ist halt in Hannover. Deswegen wäre Frankfurt auch ganz cool. Oder München. Hannover-München. Also sind wir fast in Innsbruck. So, wir sind zu hoch und zu schnell, also korrigieren wir mal beides. Da ist die Landebahn. Bisschen rum. Schießen so ein bisschen drüber. Aber ist nicht schlimm. Speed mal raus. Komplett in den Idle. So, dann erstmal so ein bisschen ausrichten. Continue. Drei Weiße an Rot. Oh, die fliegt sich super. Die fliegt sich richtig super. 2 Weiß, 2 Rot, 3 Rot, ein bisschen die Nase hoch, ein bisschen Schub wieder rein, dass wir nicht in den Stall kommen. Nicht zu hoch hovern. Schub geht raus. Well done. Now taxi to parking and shut down your engine. Bremsen. Klappen gehen rein. Tja, wir haben die Abfahrt verpasst. Jetzt müssen wir bis ganz nach hinten. Aber auch das machen wir nicht. Also, wir bremsen. Parkbremse geht rein. Und Condition Levers gehen in Cut-off. Congratulations. You passed your qualification. Have a nice day. Parkbremse. Danke. So. Master Caution. Und jetzt wollte ich gucken, wie gehen die Wipers an? Wo gehen die Do Not Operate Wipers?
Das ist ein Park. Ach so. Aha. Ja, also Flugzeugscheibenwischer bewegen sich immer mit so einer absurden Geschwindigkeit. Noch nicht ganz verstanden, warum. Ja, die ist echt schön. Schade, dass man nicht nach hinten kann. Ich versuche es jetzt hier nochmal, aber nee, man kommt hier nicht durch. Kann ich hier eine Tür zumachen oder sowas? Nee. Armlehnen runter. Was kann man hier noch? Cabin Altitude. Radar Boost. Oh, Pressurization Rate kann man anpassen. Das ist In-Op. In-Op, In-Op, In-Op. Tune, und das ist alles Inoperative. Reverse hat sie auch. Cool. Das ist Ground Idle und Light Idle wahrscheinlich. Ich habe echt keine Ahnung von dem. Da muss man sich erstmal angucken. Besser, genau, Propeller. Ja. Sehr, sehr schön. Ich mache das mal wieder aus. Entschuldigung. Gut. Dann einmal rüber. Hier klicken. Und dann hier klicken. Und damit haben wir unsere D-Lizenz. Zwar nur 2 Sterne, aber ich will nicht unzufrieden sein. Dann würde uns noch C fehlen. Das könnte man theoretisch... Auch geht sogar auch in Braunschweig. Alle mal die Hand heben, die... Ich glaube nicht, dass die Antonov hier landen kann. Antonov oder Antonov? Antonov. Ich glaube nicht, dass Braunschweig dafür zugelassen ist. Aber lustig wäre es. 32.000 kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Na gut, vielleicht in einem anderen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, fly safe. Bis dann. Tschüss.